Liebe Freunde, ich melde mich heute wieder vom Rande des Reichstages. Heute Morgen hat das Landgericht Freiburg das Urteil gefällt in der Strafsache gegen Hüseyin Kavari, dem Mörder von Maria Ladenburger. Man darf es jetzt sagen, das Urteil ist gesprochen. Hüseyin Kavari wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt und die Sicherungsverwahrung vorbehalten. Damit hat die Justiz, sofern das Urteil rechtskräftig wird, ihre Aufgabe erledigt. Aber die Frage bleibt, warum musste dies passieren? Die Richterin hat in ihrer Urteilsbegründung ausgeführt, dass keine besseren Gesetze, dass nicht mehr Polizisten oder eine bessere Ausstattung dieses Verbrechen hätten verhindern können. Damit hat die Vorsitzende Richterin sogar durchaus recht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Verbrechen nur deshalb passieren konnte, weil im September 2015 eine Bundesregierung unter Frau Dr. Merkel die Grenzen geöffnet hat und den Zustrom von Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, auch von höchstkriminellen Menschen, ermöglicht hat. Und das muss betont werden. Das Leben von Maria Ladenburger ist auch zu verantworten von der Regierung Merkel. Es wäre nicht notwendig gewesen, dass dieses Verbrechen passiert. Deswegen, Merkel muss weg.